Der Name von Lord Voldemort. Ein ziemlich interessantes Thema, wenn ihr mich fragt, denn der Name besteht aus drei Komponenten: seinem Vornamen Tom, seinem mittleren Namen Marvolo und seinem Nachnamen Riddle. Dieser Name wurde von Voldemort selber kreiert, also der Name Lord Voldemort. Und viele Leute werden immer damit getriezt, dass sie den Namen doch nicht aussprechen sollen in der Zaubererwelt. Lord Voldemort, ein verbotener Name. Und besonders werden die Leute von Dumbledore dazu gebracht, diesen Namen nicht zu sagen. Also heute für euch, warum Dumbledore immer sagte oder auch predigte, dass man Lord Voldemorts Namen nicht sagen soll. Das und mehr jetzt in diesem Video. Heute sprechen wir über zwei der wichtigsten Figuren in der gesamten Harry Potter-Reihe: Dumbledore und Voldemort. Zu Beginn der Bücher haben Dumbledore und Voldemort bereits eine fest etablierte Beziehung zueinander. Beide fungieren als zentrale magische Kräfte in ihrem jeweiligen Machtkampf. Dumbledore und Voldemort kennen sich jedoch schon lange, denn es war Dumbledore selbst, der Voldemort zum ersten Mal im Waisenhaus besuchte, ihm die magische Welt zeigte und ihm half, seine magischen Fähigkeiten zu verstehen. Im Halbblutprinzen sehen wir, wie Dumbledore Voldemort besucht, und in diesem Moment erhalten wir zum ersten Mal einen Blick auf den verstörenden Jungen, der später großes Unheil in der magischen Welt anrichten sollte. Als Albus Dumbledore ihm zum ersten Mal die Magie zeigte, war Voldemort voller Ehrfurcht, und es dauerte nicht lange, bis Dumbledore ihn offiziell in die Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei aufnahm. Zu diesem Zeitpunkt trug Voldemort jedoch einen anderen Namen: Tom Marvolo Riddle. Wobei Tom von seinem Vater, Tom Riddle Senior, und Marvolo von seinem Großvater mütterlicherseits, Marvolo Gaunt, stammte. Tom wusste schon vor seinem Eintritt in Hogwarts, dass er anders war. Im Waisenhaus, in dem er lebte, verursachte er viele Probleme und konnte Dinge tun, die die anderen Kinder nicht konnten, was seine Identitätskrise bei ihm auslöste. Da Tom durch einen Liebestrank gezeugt wurde, war er nicht in der Lage, bestimmte Emotionen wie Liebe zu empfinden. Und das war letztendlich einer der Hauptgründe, warum er den Weg einschlug, den er tat. Als er älter wurde, begann Riddle sich Gedanken über seine Identität und seine Herkunft zu machen. Er forschte nach seiner Familiengeschichte und fand schließlich seine Verbindung zum Gründer von Hogwarts, Salazar Slytherin, heraus. Er entdeckte auch, wer seine Blutsverwandten waren, was ihn schließlich nach Little Hangleton führte, wo auch sein Vater, Tom Riddle Senior, und die Gaunts lebten. Verärgert über die Behandlung seiner Mutter und sich selbst, ermordete Riddle schließlich seinen dreckigen Muggelvater, wie er ihn genannt hatte, und begann damit seinen Weg in die Dunkelheit. Nach seiner Rückkehr nach Hogwarts ließ Riddle den Basilisken auf die Schüler der Schule los, und zu diesem Zeitpunkt hatte er seinen neuen Namen angenommen: Lord Voldemort. Mit der Absicht, seine Vergangenheit hinter sich zu lassen, schuf er eine neue Persona, um neu anzufangen. Tom hasste seinen Namen und hasste es, wenn er benutzt wurde. Doch ein Mann, derselbe Mann, der ihn als verstörenden Jungen in einem stillen Waisenhaus vorfand, hörte nie auf, ihn zu benutzen. Der Name Voldemort ist für seinen Charakter von besonderer Bedeutung. Auseinandergebrochen bedeutet Vol-de-Mort auf Französisch Diebstahl des Todes oder Flucht vor dem Tod. Viele glauben, dass diese Namenswahl eine Anspielung auf Voldemorts Umgehung des Todes durch die Verwendung von Horcruxen ist. Indem er seine Seele in mehrere Teile spaltete, erlangte Voldemort effektiv die Unsterblichkeit und entzog dem Tod die Fähigkeit, seine Lebenskraft oder Seele zu nehmen. Alleine der Name Voldemort löste in den Herzen der Zauberer Furcht aus. Ein wohlverdienter Ruf, den sich Voldemort durch seine unaufhörlichen Tyranneien und mörderischen Neigungen erworben hatte. Doch sein Name hatte scheinbar noch mehr Macht. Macht, die kein anderer dunkler Zauberer über die allgemeine Bevölkerung hatte. Die Zauberer fürchteten sich davor, den Namen des dunklen Lords überhaupt auszusprechen, was zu einigen Spitznamen wie "Du weißt schon wer" und "Der, der nicht genannt werden darf" führte. Aber warum war er so mächtig und warum war der Name so wichtig? Viele haben spekuliert, dass die Praxis, anstelle von Voldemort "Du weißt schon wer" zu sagen, während des ersten Zaubererkrieges begann, und zwar wegen des sogenannten Tabufluches. Der Tabufluch ist ein besonders mächtiger Zauber, der ein Wort als Schlüssel bezeichnet, der den Aufenthaltsort des Sprechers verrät. Das bedeutete, dass jedes Mal, wenn Voldemorts Name geäußert wurde, die Todesser und die Schnapper zum Standort des Sprechers gelangen konnten. Ein gutes Beispiel für diesen Tabufluch in Aktion sehen wir im letzten Buch, als das Trio zeltet und Harry den Namen Lord Voldemort laut ausspricht. Dies führt dazu, dass sie von den Schnappern und den Todessern gefangen wurden und kurz darauf nach Malfoy Manor gebracht werden.
Es überrascht nicht, dass die meisten Hexen und Zauberer dieses vermeiden wollten. Sie wollten einfach nichts mit Voldemort, den Schnappern und den Todessern und generell mit dieser ganzen Sache zu tun haben. Das macht schon irgendwie Sinn. Jedoch habe ich ein Problem damit. Dumbledore war immer ein starker Befürworter der Verwendung seines Namens. Dieser ganze, du weißt schon wer, Unfug, seit 11 Jahren versuche ich, die Leute davon zu überzeugen, ihn bei seinem richtigen Namen zu nennen. Voldemort. Professor McGonagall zuckte zusammen, aber Dumbledore, der gerade 2 Zitronendrops aufklebte, schien es nicht zu bemerken. Es wird alles so verwirrend, wenn man du weißt schon wer sagt. Ich habe nie einen Grund gesehen, sich davor zu fürchten, Voldemorts Namen auszusprechen. Ich weiß, dass du das nicht tust, sagte Professor McGonagall, halb verärgert, halb bewundernd. Aber du bist anders. Jeder weiß, dass du der Einzige bist, vor dem Voldemort Angst hat. Warum also ermutigte Dumbledore die Leute, Voldemorts Namen auszusprechen, obwohl der Tabufluch existierte? Hat er die Menschen absichtlich in Gefahr gebracht? Ein Gespräch zwischen Harry und Dumbledore veranschaulicht das. Sir, sagte Harry, ich habe nachgedacht, Sir. Selbst wenn der Stein weg ist, du weißt schon wer. Nenn ihn Voldemort, Harry. Benutz immer den richtigen Namen für Dinge. Die Furcht vor einem Namen verstärkt nur die Angst vor der Sache selbst. Wie wir hier sehen können, wollte Dumbledore, dass die Leute Voldemort bei seinem Namen nennen, um die damit verbundene Angst zu mindern. Dumbledore glaubte, dass die Angst vor Voldemorts Namen nur seine Macht und seinen Einfluss verstärkte. Indem man seinen Namen offen benutzt und andere dazu ermutigt, dasselbe zu tun, würde diese übergreifende Angst abnehmen und wahrscheinlich mehr Menschen dazu bringen, sich gegen ihn zu verbünden und ihn zu bekämpfen. Voldemort lebte davon, Angst in den Herzen der Hexen und Zauberer zu schüren, und ohne dieses Maß an Angst war seine Macht in gewisser Weise erschöpft. Voldemort wollte immer etwas Besonderes sein, mächtig und außergewöhnlich, und das war einer der Gründe, warum er seine alte Identität ablegte. Was also wäre der beste Weg, ihm diese neue Macht zu nehmen? Ihn so anzuerkennen, als hätte er sich nicht verändert, als wäre er immer noch derselbe verwirrte Junge aus dem Waisenhaus, Tom Riddle. Voldemort hasste seinen Namen und machte das von klein auf sehr deutlich. Im Halbblutprinzen sagte Riddle sogar zu Dumbledore, sehr gereizt, es gibt eine Menge Toms. Mit einem aktiven Tabufluch ist es schwer, das Element der Angst zu ignorieren, das mit diesem Namen verbunden ist. Doch die Wahrheit ist, wenn jeder den Namen sagen würde und es alltäglich würde, dann wäre niemand mehr betroffen, als wenn es niemand sagen würde. Es ist ein unsicheres Terrain, besonders wenn man mutig ist und in der Zeit voraus sein will. Aber es ist ein notwendiges Risiko. Obwohl er die Leute ermutigte, den Namen Voldemort zu verwenden, nannte Dumbledore ihn oft auch bei seinem richtigen Namen, Tom. Das beraubte ihn nicht nur seiner Macht, sondern ärgerte ihn auch maßlos. Denn in Voldemorts Augen war es eine eklatante Respektlosigkeit gegenüber der Verwandlung, die er durchgemacht hatte. Meiner Meinung nach wäre es stärker gewesen, wenn Dumbledore die Leute dazu ermutigt hätte, ihn Tom oder Tom Riddle zu nennen. Denn das hätte ihn vermenschlicht. Genau das, wovor Voldemort immer zu fliehen versuchte. Das Problem dabei ist, dass nicht viele wussten, dass Voldemort eigentlich Tom Riddle war. Voldemort war in der Zaubererwelt ein bekannter Name. Tom Riddle war es nicht. Und der Versuch, alle über seine frühere Identität aufzuklären, anstatt einfach seine neue Identität zu nutzen, wäre vielleicht vergebene Mühe gewesen. Eine weitere Überlegung für Dumbledore könnte gewesen sein, dass Voldemort seine Horcruxe besonders gut geschützt wissen wollte. Hätte Dumbledore offen über Voldemorts Kindheitsnamen gesprochen, hätte das die Aufmerksamkeit auf seine Erziehung gelenkt, insbesondere auf Orte oder Objekte, die mit seinen Horcruxen zu tun haben könnten. Und das war's auch schon wieder mit diesem Video. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen und wenn ja, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, schreib sie mir gerne in die Kommentare. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.